312 Locations im letzten Jahr. Über die Hälfte davon verschlossen, nicht zugänglich oder durch Security überwacht. Seit 5 Jahren besuche ich nun verlassene Orte. Seit 2022 halte ich meine Touren dazu auf YouTube fest. Doch bei all den Touren kommt immer wieder die Frage auf, welche Gegenstände ich in meinem Rucksack habe. Welche Sachen auf einer Lost Place Tour nicht fehlen dürfen. Deswegen möchte ich euch heute mal zeigen, was ich auf Touren immer dabei habe. Ja, Leute, ich wollte mir gerade einen Spot suchen, um mit dem Video anzufangen. Und habe mich erstmal total erschrocken, weil hier ein totes Reh liegt. Ich habe gedacht, was liegt denn da? Das ist total aufgequollen. Den Kopf erspare ich euch mal, sonst muss ich es wahrscheinlich eh verpixeln. Der ist komplett auf und voller Maden. Keine Ahnung, ob das angeschossen wurde. Es hat da irgendwas am Bauch. Das ist schon irgendwie ganz dick an der Stelle. Ich suche mir auf jeden Fall mal einen anderen Spot und dann starten wir mit dem Video. Ganz interessant, was man alles so findet, wenn man einfach durch den Wald läuft und sich einen schönen Spot suchen will. Hier liegt ein halbes Rohr. Keine Ahnung. Gibt es hier nicht einen schönen Spot, wo wir das Video starten können, Leute? Wo keine toten Tiere und kein Müll rumliegt. Hier sieht es doch eigentlich ganz gemütlich aus. Hey Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Es kam jetzt oftmals die Frage auf, was nimmst du eigentlich mit auf Tour? Was hast du unbedingt dabei? Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch heute mal, was ich alles in meinem Rucksack habe. Also ich habe hier einmal einen Rucksack von Hunter, den gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe hier jetzt ein kleineres Modell. Viele von euch wissen, dass ich ja auch öfter mal mit meinem großen Sack rumlaufe und irgendwo stecken bleibe. Ah, dieser Sack! Warum habe ich den denn nicht ausgezogen? Ich bin auch echt dumm. Aber nein, du, jetzt muss ich das Leben kompliziert machen. Aber ich habe jetzt hier in letzter Zeit immer den kleineren Rucksack mit dabei und der ist extrem kompakt. Also er ist sehr klein, aber es passt Unmengen viel rein, was auf jeden Fall sehr, sehr geil ist. Das Ding hat sehr viele Fächer. Einmal hier vorne ein Fach, hier noch ein Fach, drei da und auch noch Innenfächer. Wenn ich da drin mal wühle, finde ich als allererstes einen Feuerstahl. Feuerstahl habe ich immer dabei, einfach wenn man mal abends unterwegs ist, wenn man Lagerfeuer machen möchte, wenn man eine Overnight machen möchte und man hat kein Feuerzeug oder Feuerzeuge sind ja auch einfach nicht so verlässlich wie ein Feuerstahl. Der Feuerstahl kann nass werden und hier ist auch noch so ein kleines Metermaß dran, auch ganz nützlich. Hat eine Zeit lang gedauert, bis ich damit tatsächlich Feuer machen konnte. Erfordert ein bisschen Übung, aber wenn man das einmal raus hat, geht es eigentlich ganz simpel. Deswegen immer dabei, hier mit einem Lederband, glaube ich, ist das verbunden, damit man das nicht verliert. Auf jeden Fall immer im Rucksack. Auch dabei habe ich immer Kekse. Einfach, weil ich zwischendurch öfter mal Hunger habe oder Lust habe, was zu snacken. Sind sehr, sehr lecker. Kompakt verpackt eigentlich. Kann nie verkehrt, sag ich mal. Ein bisschen zu lang aufgewesen vielleicht von der Konsistenz, aber oh, lecker. Ebenfalls im Rucksack habe ich, wenn wir schon beim Essen sind, Koffeinschokolade. Viele von euch wissen, dass ich ein extremer Kaffee-Junkie bin. Auf einer Lost Place Tour trinke ich auch gerne zwischendurch mal viel Kaffee. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, Schokolade liebe ich sowieso. Warum dann nicht auch mit Koffein? Die sind jetzt eben ein bisschen warm geworden, deswegen kleben die ein bisschen hier dran. Vielleicht für den Sommer nicht ganz so geeignet ist, denn man hat irgendwie noch eine Kühltasche. Und ich würde jetzt auch wirklich gerne ein Stück essen. Aber ich glaube, ich kriege es nicht so raus. Deswegen habe ich immer dabei ein Messer. Das ist ein Klappmesser. Hier ist noch so ein kleiner Haken dran. Auf jeden Fall auch immer im Rucksack dabei, wenn man mal Paracord durchschneiden möchte. Oder eben auch die Schokolade. Ein richtiger Brunch hier heute Morgen. Auch dabei habe ich immer einen Buff. Einfach aus dem Grund, weil es halt multifunktionell einsetzbar ist. Ich kann es irgendwie als Haargummi nutzen, wenn meine Haare mir blöd im Gesicht rumhängen. Ich kann es klar nutzen, um mich zu vermummen, wenn man nicht direkt gesehen werden möchte, gerade auf einem Lost Place. Oder einfach auch als Schutz vor Wind und Wetter. Auch mit dabei habe ich immer Pfefferspray. Ganz klar, einfach zur Abwehr als K.O.-Spray, um sich zu schützen, ist man, sag ich mal, mit auf der sicheren Seite. Auch mit dabei habe ich immer eine Pinzettenzange. Einfach, weil ich oft durch hohes Gras laufe, viel in der Natur unterwegs ist, ist sowas nie verkehrt. Statt da jetzt einfach mit irgendeinem, was man so rumfliegen hat, dran zu gehen und die Zecke rauszuziehen, das kann sehr gefährlich sein. Deswegen Zeckenzange. Ganz simpel zu bedienen, drückt man einfach hier nach oben. Dann öffnet sich das Ganze und wenn man loslässt, schließt sich das Ganze wieder. Auch immer am Start und sehr, sehr wichtig, die Taschenlampe ist klar. Gerade auf
Lost Place Tour, wo Gebäude oftmals sehr, sehr dunkel sind. Oder einfach, wenn man in der Dämmerung unterwegs ist, Taschenlampe, nie verkehrt. Ich habe hier einmal die Nightcore Taschenlampe, lässt sich auch ganz einfach über USB aufladen und hat dann auch, wenn sie geladen ist, eine sehr schöne Helligkeit. Und wo wir schon beim Licht sind, auch mit dabei ist die kleine Overnight-Lampe, nenne ich sie. Die kann man hier umswitchen zwischen Rotlicht und wenn man nochmal drauf drückt, wird es nochmal heller. Kann auch blinken. Rotlicht ist ja immer besser, wenn man nicht so direkt gesehen werden möchte zum Beispiel. Und wenn ich das Ganze hier länger drücke, dann habe ich hier helles Licht, normales Licht. Blendet auch sehr, ist also auch ausreichend hell. Die kann man ganz schön einfach irgendwo auch aufhängen. Was man jetzt auf jeden Fall noch aufrüsten könnte, wäre ein Notfallkit. Das habe ich sonst auch immer dabei. Einfach so ein Erste-Hilfe-Set, damit man im Ernstfall auch die Möglichkeit hat, sich zu versorgen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was bei euch in eurem Rucksack, sei das beim Bushcraft, sei das beim Bushcraft-Abenteuer, sei das einfach bei einer Wanderung in der Natur, sei das auf einer Lost Place Tour, was in eurem Rucksack auf keinen Fall fehlen darf. Ja Leute, ich mache mir jetzt noch einen gemütlichen Tag hier heute im Wald, einfach mal ein bisschen entspannen, die Seele baumeln lassen. Ihr wisst, man ist immer so vom Alltagsstress eingenommen und dann ist es mal ganz gut, wenn man sich einfach mal so die Zeit für sich nimmt in diesem Sinne. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, lasst mir gerne ein Abo da. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit einem kleinen Lost Place Abenteuer. Bis dahin.